Herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Ich werde uns mal kurz noch verschieben. Ah, verdammt. Ich muss das in den Sichtbereich von den Dixer. Ich muss uns noch in den richtigen Channel verschieben. Der Typ. Channel switched. So, jetzt in meinem richtigen Channel, jetzt können wir auch richtig aufnehmen. Hab ihn! Sehr schön. Nimmst du jetzt auf? Ja, ja, ich nehme auf. Herzlich willkommen, Leute. Oh, 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 oh. Heute nicht. Verdammt. Ich hab nicht erwischt. Die sind unten. Ich sehe sie noch nicht. Irgendeiner hat Bullen am Arsch. Was soll die Scheiße? Das bin ich. Lass dich den mal zum Gras vor. Die Ruhe gehen. Hab ihn. Wo ist der? Oh, fuck! Wo steht er? Ja, der rennt gerade weg, da ist zwischen Container. Aber auf jeden Fall auf dem Erdboden. Das ist ein Arschloch! Das ist ein Arschloch! Da kommt er. Nee, ich hab jetzt so Bullen. Das ist doch. Na, verdammt, ich wurde weggeschrotet. Also Leute, das ist hier fette Action am Start mit Lenny und diesmal hört ihr ihn hoffentlich. Ja, er hört ihr. Mal gucken. Scheiße, welcher bist da du? Da kommt der einer um die Ecke. Nein, er hat mich weggesniped, Alter, verdammt. Wieso? Aber wieso kann ich den nicht anvisieren? Das ist so ein Pisser. Weil er sich so schnell bewegt. Dieses Rollen, da verschwindet er aus dem Zielkreuz. Weiß nicht, ich hab Bullen getötet. Ha! Oh, ich hab auf dich geschossen. Arschloch! Warst du das, ein Ecke? Ne, oder war das ein Bulle? Wer bist du? Der beim Kreuz. Ich komm grad auf dich zu. Ja. Pass auf, der kommt von da drüben. Ah! Da hat's mich entschärft. Hat sie auch entschärft? Ja. Aber, hä? Ach, hä? Ja, die snipern die Penner. Hey, wake up. Ein Snipergewehr rausholen. Da, ich sehe sie. Hab dich getroffen. Und nochmal getroffen. Und nochmal getroffen. Meine Alter, wie lange lebt denn der? Ich hab den weg angesnipert. Aber leider nur angesnipert, nicht weggesnipert. Ich hätte mehr auf den Kopf ziehen müssen. Er ist gestorben, okay. Wo ist er rausgekommen?
was? Durch die Deckung durch. Hast du den erwischt? Wer hat denn den umgelegt? Oder er ist Selbstmord? Das macht doch Laune, egal ob wir gerade Geld verschießen. Ich komme zu dir. Ich bin der, der von hinten kommt, ja? Weißt du ungefähr, wo er steht? Ja. Oh ne. Ja. Dann gehe ich von links ran. Ja, sehr schön. Er hat mich ja gerade eben schon wegge... Kotz? Das Licht. Der Hurensohn hat mich gerade eben getroffen. Wo ist er ungefähr? Oben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich wurde bloß getroffen und keine Ahnung. Er muss ganz weit vorne sein. Der ist unten auf dem Boden. Der rennt weg. Ja, sehe ich. Der rennt immer noch weg. Wo will der hin? Leute, der hat sich einfach nur in bessere Position gebracht. Wie gesagt, ich komme von links. Ja, so. Sehen auch nicht. Sehe nicht. Der müsste eigentlich irgendwo beim Gebäude sein, aber ich sehe nicht. Okay, müsste man mehr Leute sein, weißt du? Ich gehe mal versuchen, mal näher ranzugehen. Ja, ich will. Hier. Freunde. Ich gehe hoch. Versuchen von oben weg zu snipern. Das, weil er kommt schon ziemlich hier um die Ecke. Ah, ich sehe ihn, der ist auf dem Dach. Und er hat mich voll im Visier, da sehe ich ja. Ah, da kommt einer. Dein Kompagnon kommt. Achtung! Ah, ich hab mal erledigt. Echt? Ja, aber er hat dich auch erledigt. Ja. Oh, scheiße. Hat er dich erwischt? Der hat mich gelockt. Und ich hab ihn erwischt. Den auf dem Dach? Ja, der dich umgemietet hat. Boah, irgendwie hab ich die Na Leute, der nächste geht aufs Dach hoch. Ja.
Ah, scheiße, ich kam nicht mehr schnell genug hoch. Ich komm wieder zu dir, nach vorne. Ich komm wieder von der linken Seite. Jetzt, da ich weiß, wo sie stehen, kann ich ein bisschen besser arbeiten. Denkt doch nicht, dass wir uns verarschen lassen von euch. Der nächste geht jetzt oben aufs Dach. Ja, die verschanzen sich da oben, weil sie gemerkt haben, dass sie im offenen Kampf keine Chance haben. Der eine ist abgekratzt. Ey, Leute, die haben sich gegenseitig umgelegt. Passt denn das, wenn hier die Bullen rumfahren, weil dann kann ich nicht schießen. Selbst wenn ich jemanden im Visier hätte. Guck grad, wo er ist, aber da sind. Boah, ich hab nicht gesehen. Das sind zu viele Bullen gewesen. Deswegen hat er sich umbringen lassen, der blöde Penner. Der wollte zu einer anderen Position einfach. Okay. Schon wieder zu dir. Ja. Der weiß ganz genau, was ich möchte. Dich. Ich geh grad das Dach hoch. Aber jetzt ist hier keiner mehr auf dem Dach. Nee, ich bin auf dem Dach. Ja, ich komm mal hinterher. Der ist auf der Gegenüberseite, der sicher. Ja, ich seh den nicht. Dach. Alter, deine hässliche Mütze guckt raus. Der, du blöder Zimmer. Der hat sich hinter so einer scheiß Kiste verschanzt. Hast du einen Granatwerfer? Ich hab. Ja, Granatwerfer, aber das kommt nicht bis da rüber. Der versteckt sich, der Penner. Ich weiß nicht, wo der ist. Bist du neben mir? Ja. Siehst du die Straße? Ja. Direkt gegenüber ist so ein kleines Stromhäuschen. Direkt vor dieser Mauer. Ja. Dahinter steht. Mit so gelben Pfeilern davor. Ja, und davor ist so ein Zaun, ne? Ja, genau, und da sitzt er dahinter. Hinter dem. Ja. Hinter dem Stromhäuschen. Ja. Das große graue Ding oder das? Ich versuche mal ein bisschen weiter von links. Von weiter oben und links. Vielleicht habe ich dadurch einen besseren. Vielleicht habe ich dadurch einen besseren Blick. Der sitzt dahinter und hockt. Oh, bist du rüber? Oh, da! Der rennt weg. Echt? Ja, der rennt weg. Wohin? Welche Richtung? Hat er sich jetzt weg? Da, ich seh ihn. Der hat Motorrad.
Ja, der hat sich gerade ein Motorrad bestellt und der ist weg. Der hat die Wege gemacht. Okay, das war's. Ja. Ja. War ein lustiger Fight. Auf jeden Fall. Schade, dass ich nur die Hälfte ungefähr aufgenommen habe. Ich will nicht wissen, was ich an Munition verbraucht habe. Fahren wir erstmal eine Runde zu Amu oder so, Munition tanken. Damian möchte diese. Weil ich habe locker 2000 Maschinengewehr-Munition verpulvert. Ah, es war geil, auch wenn es uns einen Haufen Kohle wahrscheinlich gekostet hat. Aber wo sie gemerkt haben, dass wir langsam uns auf sie einstellen, sind sie weg. Sehr schön. Oder denen geht die Munition aus, das kann natürlich auch möglich sein. Ja, die kommt gleich wieder, ne? Das ist umlackieren, alter, nee, ne? Der ist in die Stadt gefahren. Aber sein Kollege scheint nicht mehr da zu sein, ne? Der Tox ist in die Stadt gefahren. Lassen in die Stadt fahren, scheiß drauf. Naja, der kloppt sich da scheinbar mit anderen, die schwächer sind als wir. Also ich meine jetzt vom Können her. Solche Leute liebe ich. Ganz ehrlich, wenn du weißt, dass du keine Chance hast, würdest du nicht da auch einen Rückzug antreten? Ey, mal ganz ehrlich, wenn ich GTA zocke, möchte ich meistens, also fast immer, in Ruhe gelassen werden. Wenn dann solche Leute kommen, die dann einfach nur einen Zoff suchen, naja, was soll denn das? Hab doch gerade Laune gemacht. Ja, aber... Obwohl ich glaube ich mehr gestorben bin, als ich einen Effekt herausbekommen habe. Aber was soll denn das? Kacke. Marschaktion, weißt du? Cool, ich hab einen Feuerwehrwagen. Jetzt muss ich nur noch den Bullen entkommen. So, wie fahrt ihr? Leute, ich habe einen Kunden zu Tode gespritzt. Hey, ich wurde gesehen. Eine Frage. Ja? Du hattest vorhin ein Auto, was du Simon liefern solltest. Ja, habe ich. Wieso hast du das für so viel Geld umlackiert? Ja, er will ein lackiertes Fahrzeug haben, aber warum hast du über 1000 Euro dafür ausgegeben? Nein, ich hab's noch repariert. Ach so. Ich hab die billigste Lackierung genommen, die ich kriegen konnte. Ja, 780, hm? Ja. Dunkler Stahl. Ja, genau. Ja. Alter, ich wusste gar nicht, dass es eigentlich einen Feuerwehrwagen gibt. Der muss neu sein, oder? Nö, gibt's. Nee, ich meine, der muss neu sein. Den kannte ich vorher nicht. Nee, es gibt ein Feuerwehrauto. Schon seit Anfang an. Echt? Ja.
Warum bin ich damit nie rumgefahren? Ja. Bist du wohl schon damit rumgefahren? Nee, das ist das erste Mal. Feuerwehr-Action. Das auf dem Dach. Hast du das auch? Ja. Nee, das ist dieser Tox. Nee. Aber ich glaube, der jetzt ist sowieso vorbei. Wollen wir es einfach annehmen? Ja, komm. Nö, nee, wird heruntergeladen, steht bei mir. Alter, ich werde gerade zusammengeschlagen. Ich scheinbar, ich bin drin. Ja, ich bin drinne. Kannst du mir dann mal erzählen, wie viel Geld du bekommen hast? Ja, der ist im Clan dead. Ey, das ist ein 155er. Alter. Und die ist eh einer drinne von GTA 5, also vom Clan, der hieß so. Mhm. Mit 275. Offen ab Rang 75, du bist 30. Ja, richtig, Anfangswaffe. Ich nehme meinen Spezialkarabiner. Ah, es hat schon angefangen, schade. Ja, dann bin ich jetzt wohl eine Mission ohne dich, schade. Ja, passiert. Also, sie sind alle und über 100 hier, Alter. Was ist denn das? Vögel, Alter. Tresse auf den Dach, was war denn das? Ja. Yeah. War das nicht mit einem Paket oder so? Ja. Alter! Der Kunde ist ja wie ein Swordman, Alter. Ich ruf Martin jetzt so hoch, Mann. Alter, die Ausrüstung von denen ist ja cool. Alter, der hat standardweise eine schwere Rüstung an. Ja. Alter, ich fahre auf den... ich fahre gerade auf dem Motorrad auf dem Heck. Alter, ich hoffe, der fährt sich um. Achso, hatte ich hier noch mitgenommen. Ja. Ich hab das Teamleben versaut. Alter, was war denn das für eine Scheiße? Alter, was sind denn... Alter, die haben alles weggebombt. Schön. Ah, verdammt. Ich bin schon wieder tot. Beim Loft zu keine Fenster und kein Dach sind. Geil. Ey, was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Das war ja heftig gerade. Ja, ich weiß, dass ich außer Gefecht bin. Keine Leben mehr. Ja, das weiß ich auch, dass keine Leben mehr da sind. Bin halt tot gegangen. Meine Fresse, die Ladezeit heute geil. Ach du Schande. Die tun... Boah! Was? Boom! Alter! Sind die Idioten. Was?
Die haben das Dokument vernichtet. Oh. Die haben Granatwerfer benutzt. Und dafür gibt's 810. Da, Junge, da sind wir nicht mal meine Munitionskosten drin. Was hast du denn bezahlt für die Money? 3000. Es geht ja noch. Ich hab einen Kill. Der Tox hat 13. Alter, ich bin ja sowas von schlecht. Was? Oh, Frost ist online. Kommen wir mal gucken, wo er ist. Ja? Vielleicht macht er mit. Gut, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Und schaltet wieder ein zu Let's Play GTA 5. Vielleicht macht der Frost bei der nächsten Part mit. Bis dann. Tschüss.